Liebe macht blind, sagt man. Und wie sollte man nicht blind werden, wenn es sich um ein Werk handelt wie den Freischütz, ein Werk der Liebe wie kaum ein anderes. Freilich gibt es Leute, denen das, was im Freischütz ausgesagt wird, zu simpel, wie sie es nennen, zu bürgerlich ist. Sie glauben, im Zeitalter der Technik, der Atombombe hätten uns solche Naivitäten nichts mehr zu sagen. Es sind dieselben Leute, die nicht wissen, wie, warum, wozu jemals ein Volkslied entstand. Wenn irgendetwas, so ist ein Werk wie der Freischütz imstande, uns Menschen von heute, uns Angehörigen einer überalterten Kultur, die Naivität und Glückseligkeit unserer Kindheit zurückzugeben. Im Juni 1940 fällt Elisabeths Mann im Krieg. Elisabeth ist 29 Jahre alt. Im August 1941 ist sie wieder zu Besuch bei ihrer Schwester, immer noch in Schwarz. Maria sagte zu mir, ich will dir was sagen. Da haben sie sich jetzt über ein Jahr tot. Du bist immer noch in Schwarz. Das ist auch für deine Kinder nicht sehr erheiternd, dass du immer in Schwarz rumläufst. Hier oben in meinem Fremdzimmer habe ich so eine blaue Hose und ein kariertes Hemd, und das ziehst du morgen an, ich will dich nie mehr in Schwarz sehen. Und das andere kaufen wir dann noch in Berlin nachher. Gut. Also, ich zog mir die Hose an und das blau karierte Hemd und machte mich fertig, um runterzugehen, die Treppe runterzugehen, wo die unten waren. Und währenddessen ich oben auf der Treppe stand, sah ich, dass Wilhelm und Maria waren unten. Und ich kam die Treppe runter und vor den letzten 5 Stufen, die ich noch zu gehen hatte, packte der Wilhelm die Maria am Arm und zog sie weg ins Nebenzimmer. Und ich dachte, mein Gott, was ist denn das für ein Benehmen? Ich wollte doch gerade guten Tag sagen. Und wie ich die letzten Stufen runter, kommt Maria lachend rein und sagt, weißt du, ich sage, guten Tag, was ist denn? Ja, weißt du, was er mir eben gesagt hat? Deine Schwester, die würde ich sofort heiraten. Ich sage, was hast du gesagt? Dachte ich lachend. Ach, ich fang mal mit mir an.